für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Ministerin, Sie haben in einer Pressemitteilung, in der Sie diesen Gesetzentwurf vorgestellt haben, der die Regelung der vertraulichen Geburt enthält, gesagt, ich darf Sie zitieren, jeder Mensch mit Herz ist froh über jedes Kind, das durch eine Babyklappe gerettet wird. Wir müssen aber dringend schon viel früher verzweifelten Schwangeren ein Angebot machen, das ihnen und dem Kind wirksam und dauerhaft hilft. Ich gebe Ihnen sehr recht darin, dass wir dringend ein Angebot brauchen. Ich frage mich aber dann, warum dieses Vorhaben so lange gebraucht hat, bis wir es heute hier im Parlament vorgelegt bekommen haben. Denn dieses Thema ist ja weder neu, noch besteht ein Erkenntnisbedarf oder eine Erkenntnislücke. Denn wir haben ja bereits in der vergangenen Legislatur über Auswertungen, über Erfahrungen mit der anonymen Geburt und der Babyklappe hier im Deutschen Bundestag diskutiert. Und damals im Übrigen, Frau Gruß, hat die Oppositionsfraktion FDP die Große Koalition angezählt, warum sie es nicht geschafft hat, in diesem Bereich etwas zu unternehmen, obwohl es doch im Koalitionsvertrag stand. Dieselbe Frage müssen Sie sich jetzt leider auch von mir gefallen lassen. Warum hat es fast eine ganze Legislatur gedauert, bis wir nun einen Gesetzentwurf haben? Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob der wer da wen blockiert hat. Jedenfalls haben wir jetzt eine Ministerin, die sich halt vor die Presse stellt und diesen Gesetzentwurf als großen Entwurf preist. Und ich frage, oder wir werden sehen in den Beratungen, in den Fachausschüssen, vielleicht auch in einer Anhörung, ob es sich tatsächlich um einen so großen Wurf handelt. Denn bei aller Freude über eine längst überfällige Initiative der Bundesregierung muss man doch festhalten, dass der Entwurf weit hinter dem zurückbleibt, was sich eben diese Regierung in ihrer Amtszeit, in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Denn dort steht, Frauen können bei einer Schwangerschaft aus unterschiedlichen Gründen in eine Notlage geraten. Das Angebot der vertraulichen Geburt ist zu prüfen. Die Entscheidung für ein Kind darf nicht an finanziellen Notlagen scheitern. Und die Bundesmittel für Schwangerenberatung werden zur Unterstützung eines pluralen Trägerangebotes gleichmäßig vergeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von diesem pluralen Trägerangebot sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Und im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf muss deshalb auch dringend darüber diskutiert werden, wie weit der Bund sich einbringen will und wie viel er beitragen will zu eben einem solchen pluralen, niedrigschwelligen Beratungsangebot für Frauen. Der Ethikrat hat bereits 2009 eine umfassende Stellungnahme zu diesem Thema vorgelegt. Und wir werden abschätzen müssen in den weiteren Beratungen, inwieweit ist die Bundesregierung dieser Empfehlung des Ethikrates gefolgt. Denn es gibt Beratungsbedarf, das machen die Stellungnahmen aus Fachverbänden und Institutionen deutlich. Herr Riddesom ist bereits angesprochen worden. Diverse Rechtsstellungen sowohl des Kindes, aber auch des Vaters, der ist heute noch gar nicht angesprochen worden, sind immer noch offen. Sie scheinen nach diesen Stellungnahmen ebenso unklar wie die Lösung des Problems der rechtlichen Grauzone von Babyklappen und anonymer Geburt, die ja in ihrer jetzigen Form übergangsweise erhalten bleiben sollen. Ebenso ist mitnichten klar, wie diese verschiedenen Beratungssysteme von Schwangerschaftskonfliktberatung über Erziehungsberatung etc. so ineinander greifen können, dass sie Schwangeren und jungen Müttern wirklich über einen längeren Zeitraum einen kontinuierlichen Beratungsverlauf ermöglichen. Auch hier, finde ich, müssen wir darauf achten, dass das nicht in einem Kompetenzgerangel wieder zerrieben wird. Denn, liebe Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, was nicht passieren darf, ist, dass zwischen dem Bund, der sich auf die Zuständigkeit der Umsetzung durch die Länder beruft, und den Ländern, die auf ihre klammen Kassen verweisen, die Betroffenen wieder hinten runterfallen. Das ist ein weiteres Beispiel, wo eben klar wird, dass auch von den Macherinnen und Machern der Föderalismusreform von 2006 nicht an alles gedacht wurde und dass hier auch Fehler gemacht worden sind. Denn unverbindliche Verpflichtungserklärungen helfen weder den Müttern noch den Kindern und allen Betroffenen in diesem Zusammenhang. Und deshalb gibt es zu diesem Gesetz noch viel zu beraten. Ich bin darauf gespannt. Vielen Dank. Das Wort hat nun Katja Dörner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.